So ist ja doch viel besser, oder? Das Ende aller Tage. Und damit ein Ayahuasca-Freund und herzlich willkommen zur 9. Folge von Let's Play Dead Space. Ja, Freunde, ganz kurze Geschichte, die ich erklären bzw. erzählen muss. Habe ich das eingestellt? Warte kurz. Ja, habe ich. Ich musste gerade das 9. Kapitel nochmal spielen, weil das irgendwie nicht abgespeichert hat. Keine Ahnung, jedenfalls werden wir heute jemand hat die Navigationskarten entfernt. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Ja, danke schön. Es ist so, dass ich sozusagen jetzt in dieser Nacht, wir haben jetzt gerade den 14.04. Es ist 1:33 und ich werde versuchen, jetzt in dieser Nacht dieses Spiel durchzuspielen. Einfach so, weil ich es kann. Ich würde es einfach versuchen, durchzurattern, durchzuhauen. Einfach, weil ich es kann. Und was ich kurz gucken wollte, wie sieht's eigentlich aus? Also, ich weiß nicht, aber, hallo, nimmst du das mal? What the fuck? Will er nicht aufheben? Warte kurz, ich muss ganz kurz gucken bei der Werkbank. Haben wir eigentlich die Dinger schon auf hier? Okay, die ist aufs Maximum, gut, perfekt. Weil ich wusste nie genau, haben wir das jetzt im letzten oder vorletzten Part gemacht. Aber wie es aussieht, haben wir das Ganze im letzten Part schon erledigt. Ja gut, dann müssen wir hier durch. Ja, eigentlich total ätzend so. Ich bin so um 0 Uhr, wollte ich mich eigentlich hinsetzen und was machen. Also das ist dieser Hurensohn. Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Falsch. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation, ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen? Aber bringt die Nummer, Herr Teuermann. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Er bringt die Wichser alle um, damit sie verwandelt werden. Was ein Bastard. Zweimal doppelte Heilung. Okay, reicht. Richtiger Hurensohn, Alter. Was ein Bastard. Ja, lass mich doch wenigstens durch, Alter. Jedenfalls, ich musste halt das 9. Kapitel nochmal spielen. Ist aber nicht so schlimm. Wollte mich eigentlich so um 0 Uhr reinsetzen und das Ganze machen, aber naja, da habe ich das gemerkt und ja, allgemein hier, der Tag, der war halt wirklich nicht so der prickelndste, also es ist seit langem wirklich ein total beschissener Tag, meiner Meinung nach, wo nichts irgendwie funktionieren will oder alles irgendwie komisch verläuft und schief läuft und sich komisch und falsch anfühlt, egal, jedenfalls scheiß drauf. Jedenfalls, wenn wir allerdings diese Negativität nutzen, sie umwandeln in etwas Gutem, wie zum Beispiel Energie, um dieses Spiel jetzt durchzuspielen. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich am 12. oder am 11. angefangen, das Ganze zu Let's Playen und ja, schon fast sind wir durch. Also an der Stelle Grüße raus und danke nochmal an Fighter für die Empfehlung dieses Let's Plays, weil ich muss sagen, dass mir Dead Space wieder richtig, richtig viel Spaß macht. Vor allem der erste Teil. Beim zweiten werden wir noch mehr Spaß haben, weil ich den zweiten Teil persönlich nochmal ein Stückchen besser finde. Aber ist natürlich nur meine Meinung so. Es gibt viele, die finden zum Beispiel den ersten besser. Da gibt es Leute, die finden den zweiten besser. Da gibt es sogar Leute, die finden den dritten am besten. Der gibt es auch. Ach, fickt euch ja, Miss Fischer, Alter. Ey. Ey, Digga. Ihr Pussy-Gesicht, Alter. Heilige Scheiße. Gehst du mal recken, bitteschön. Dankeschön, Alter. Was ist das? Ah, das ist einer dieser Schlüsselkarten. Wir brauchen ja 3 Stück oder so. Jo, also ich muss sagen, mir macht das sehr viel Spaß. Und aber ich muss ehrlich sagen, dass der zweite Teil mir persönlich am besten gefallen hat von allen. Einfach, weil der diese Mischung am besten perfektioniert hatte. Die Mischung aus Action und
halt einfach aus diesem Grusel. Ich fand das so genial im zweiten Teil, dass sie das sehr, sehr gut gemacht haben, meiner Meinung nach. Den dritten, muss ich sagen, fand ich nicht ganz so gut, weil der mir einfach viel zu actionbasierend war und sich für mich auch nicht für ein richtiges Dead Space angefühlt hat, bin ich ehrlich. Heißt aber nicht, dass der dritte Teil nicht gut ist. Ich bin ganz in ihrer Nähe und ich weiß, dass sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn sie die Navikarten haben, werde ich sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Ja, der Typ, der weiß sehr viel, was hier passiert ist. Sehr, sehr viel. Und der wird uns natürlich auch helfen, dass wir hier entkommen können, beziehungsweise wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, bevor wir uns dann, sage ich mal, endgültig verpissen können. Alter, komm schon. Junge. Holy shit! Jesus Christus. Alter, stirbst du mal? Alter, was der nimmt, das ist ja nicht mehr normal. Naja, was soll man sagen? Ach, kann ich den Schlüssel benutzen? Ja, mein. Aber warte mal, wenn ich... Was ist denn hier drin? Ist das ein Lagerraum? Ist ein Klo? Da gibt's doch locker irgendwas Schönes. Ach, 3000 Credits, ja, mein. Das nehme ich doch gerne mit. Ja, umsehen lohnt sich. So, gehen wir mal mit dem Aufzug nach unten. Oh, herrlich, Alter, herrlich. Wie viel Munition haben wir noch? Heilung? Heilung haben wir gar keine mehr. Wir haben auch noch ein Stase Pack und 75 und 480. Okay, das geht schon voll fit, so perfekt. Ehrenhaft. Ach. Einmal Heilung nehme ich gerne mit. Wir haben so viel Heilung im Safe, das ist unnormal. Ja, Überbrückung. Brauchen viele Sachen. Das stimmt. Oh, nein! Dieser scheiß Arm! Ja, Gott sei Dank, Alter. Das hat mich fast gefickt. Oh, ekelhaft, Alter. Das geht da ganz nach unten. Ein super, ein großes Medikit, was sehr, sehr gut ist. Aber komm, ich habe noch kein einziges großes Medikit benutzt, was mir auffällt. Ich spare die, ne? Ich bin da wirklich sehr, sehr pingelig. Aha. Das runterdrücken und... Das, okay, das ist jetzt gemacht, glaube ich. Okay, jetzt haben wir eine neue Mission. Perfekt. Und das Gebiet geht, glaube ich, gar nicht mal mehr so lange. Mit 1000 Credits nehme ich gar nicht. Sobald ich mich entsinnen kann. Aber ich kann mich ja sehr, sehr schlecht entsinnen. Wie man es ja kennt. Aber es gab ein paar Stellen im Spiel, die mich teilweise ein bisschen abgefuckt haben, weil die wirklich schwer waren. Aber ansonsten muss ich sagen, dass das Spiel an sich wirklich gut ist. Also sehr, sehr gut. Dead Space 1 war 2008 eigentlich so einer der Spiele des Jahres. Ach, komm schon, Alter. Nee, damit befasse ich mich nie, Alter.
Okay, geradeaus und danach. Wo lang denn? Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ach, da haben wir es ja. Nebenaufgabe erfüllt. Oh, nicht noch einer dieser Hurensöhne. Komm schon, mach doch nicht diesen, Alter. Oh Gott. Ach, Jesus. Och, Gott sei Dank, Alter. Das hätte böse enden können, Alter. Das hätte böse enden können, Junge. Das war ganz, ganz kritisch. So, wir haben jetzt auch nochmal irgendwas gefunden, Alter. NAV-Schlüssel, okay. Ja gut, da haben wir das. Da brauchen wir, glaube ich, noch einen oder so. Und dann sollte das auch gewesen sein. Ach, herrlich. Ich glaube, heute Abend ist die dritte Folge online gegangen. Wir sind schon bei der Produktion von Folge 9, also schon extrem. Holy shit, Alter, du Hurensohn. Ja, Marcel freut sich auf jeden Fall jeden Abend, Digga, eine Folge Dead Space zu gucken, was ich sehr, sehr cool finde. Der kann sich da entspannen, mir beim Labern zuhören. Warum rede ich eigentlich in der dritten Person? Du hörst mir gerade zu, du Tottel, Alter. Digi Marcel, verdammt, die Dead Space 2 wird sogar noch geiler. Ich habe den zweiten Teil so auch durchgespielt. Ich glaube, da will ich mich kein einziges Mal mehr erschrecken. Aber das ist auch schon wieder, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal Dead Space 2 durchgespielt? Auch schon mal 5, 6 Jahre her, Alter. Und dann kam der raus, 2011. Ich habe noch zwei, ein mittleres und ein großes. Was ist das? Ach, Textblock. Ja, juckt keinen, Alter. Ich habe mir die Dinger noch nie in meinem Leben durchgelesen. Da ist halt sehr viel Nebeninfo, Digga. Wie viel Text ist denn da drin, Alter? Das lese ich mir nie alles durch, Alter. Ich bin noch nicht bekloppt. Das ist vielleicht für Leute, die Angst haben, können sich hier beim Lesen ein bisschen entspannen und dann halt wieder ins Gefecht steigen. Aber das ist für mich nicht. Aber die Schwarzen haben immer wirklich guten Stuff dabei. Was sehr geil ist. Was, oh Gott, das ist dieses Tennis-Dingens. Was wollen wir denn in einem Tennisplatz? Anzug Level 5. Oh mein Gott, ja. Wenn wir den haben, dann ist Ende im Gelände. Ach komm. Schon Marcel liest sich die auch nie durch von eurer Scheiß drauf. Ich glaube, ich kann mich aber sogar daran erinnern, ja. Nebenaufgabe erfüllt, jawohl. Oh ne, Digga, verpiss dich. Verpiss dich, Alter. Wo ist der Wahnsinn? Weg wieder, ihr kleinen Bastarde. Klein Kellex, Alter. Richtige Hurensöhne. Ach nee, will ich nie, Alter. Das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an, du, Alter. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, komm, fick dich. Mein Sohn. Nichts nützt. So, sehr schön. Zack. Immer noch links. Ist noch rechts. Okay, das ist zu perfekt. Ehrenhaft. Dann hier noch rechts. Okay, gut. Ja, perfekt. Ach, wir haben jetzt den Schlüssel sozusagen.
Den können wir jetzt benutzen, um jetzt nach unten irgendwo, keine Ahnung, wohin zu fahren. Nach unten zu fahren, ja, großartig. Dann schenke ich mir hier nochmal ein Glas ein. Ich glaube, nachdem ich das durchgespielt habe, mache ich mir zum, wie man so schön sagt, zur Feier des Tages, zur Belohnung eine richtig geile Pizza. Aber erst nachdem wir das durchgehauen haben. Und ich werde nicht offline gehen, bevor wir das nicht durchgehauen haben. So war mein Name, Alka. Das ist, ich bin so ein Mensch, wie ich was sage. Meine, okay, gut, ich mache jetzt auf jeden Fall dies, das, jenes. Dann ziehe ich das auch durch. Okay, warte mal. Jawohl. Och, geil. Ja, herrlich, Alter. Was mich jetzt aber interessiert, wo ist denn hier der Shop? Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Ich muss die Dinger hier wegschieben. Was ist das? Rubin, ja geil. Das ist doch gut. Zack. Ah, ich muss es immer so hin und her schieben sozusagen. Damit wir hier Platz haben. Ah, dann machen wir das so. Wenn wir das so machen. Und ich weiß auch, was gleich kommt, Alter. Dem von dem einen Wichser da, diese Spezialversion von diesen Allianz, Alter, ich kenne mich da aus. Wie viel habe ich denn jetzt? Boah, Alter, ordentlich was bekommen. Zur Hölle? What the fuck? Jesus Christ. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Och nee. Nicht der Wichser. Nee, Digga. Jetzt muss ich die schwule Scheiße hier bewegen, während mich dieses Teil verfolgt. Ja, verpiss dich aber ganz schnell, Alter. Ey, hör auf. Ich weiß aber nie, wo. Nein! Nein! Als ob das Pissvieh immer noch lebt. Ach, ich muss da rein. Soll ich denn dort gegen das Teil kämpfen, oder was? Ja, willst du mich eigentlich rollen? Hat sich das verpisst? Ach, komm schön. Du, ein Sohn. Komm, stirb, Junge. Stirb.
Verfickte Scheiße, Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Mit Vergnügen, Alter. Verpiss dich. Verpiss dich, Alter. Oh Gott. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Alter, nee, Digga. Tu mir das doch nicht an, Bruder. Ist denn jetzt der Shop? Da muss doch immer so ein Shop sein, oder nie? Ich will zum Shop, Junge. Ist denn hier ein Shop? Da! Nein. Ach nee, komm. Machen die diesen. Lass kurz die ganzen Viecher hier bekämpfen. So, sehr schön. Jetzt. Jetzt, Digga. 85.000. Für 6.000, Alter. Ohne zu zögern. Credits gibt mir den Levelanzug 6. Anzug Level 6 meine ich. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der letzte Anzug, den es gibt. Ja, Mann, das ist so, Alter. Anzug Level 6, Junge. Der letzte und der, ja, man kann sagen, robusteste Anzug. Ehre. Ah, jetzt ist Level 5. Nee, Level 6. Ah, ich bin so ein Trottel. Rubin verkaufen wir. Was habe ich hier noch? Soll ich noch irgendwas liegen? Zwei mittlere, das reicht schon. So, und dann. Ja, aber jetzt haben wir hier vollen Inventarplatz. So, muss er viel Munition haben. 300 Kugeln, 500, 125. Ey, gut, geht. Kann man machen. Noch 34.000 Credits. Wir haben 94.000 gehabt. Jetzt haben wir 34.000. Der Typ ist komisch. Ist zerstört. Nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Versucht das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Sie hat alles verändert. Die Kirche. Sie glauben, der Master war göttlich, aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist. Was entfesselt wurde. Sehen Sie genau hin. Ach du heilige Scheiße. Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Unendlich leid, Olivia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden für alle Zeit. Okay. Das ist der alte Doktor und der hat an sich wirklich recht. Der hat wirklich recht, was das angeht, und wir müssen jetzt sozusagen das tun, was er gesagt hat, damit das Ganze angeblich
in Ordnung gebracht werden kann, aber da wir ja die anderen zwei Teile kennen, wissen wir, dass das nicht so einfach ist. Alter, drei Fetz... vier Fettsäcke, Herr Summer. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Was sind das für Räume? Sind das Hotelzimmer? Tatsache. Ist hier noch was? Vielleicht ist einer dieser Räume irgendwas Nices drin. Wir gucken mal kurz durch. Das sind die Schlafkabinen, glaub ich. Oder ich weiß nicht, Alter. Muni? Ach komm. Brauchst nicht, ja komm, das ist... Time Waste, Alter. Absolutes Time Waste. Wir verpissen uns. So, okay, da drin. Mach auf, den Kollegen. Was ist denn das? Also, ist das ein Schiff? Ach. Ja, nice. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Aufgabe hinzugefügt. Auf Munition, ja geil. Ehre? Testzündung des Shuttle-Antriebs. Ich weiß, was jetzt kommt, ja. Alter, fick dich. Geh auf. Alter. Stirb, du Hurensohn. Aber das Vieh muss jetzt sterben, Alter. So, jetzt komm. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Jawohl. Irre. Abgebrannt haben wir die Scheiße. Ich habe da gerade von irgendwas gesehen. Ach. Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Was muss ich machen? So, ja. Ja, gut, machen wir.
Aufgabe erfüllt. Ed. Shuttle-Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Der Typ hat eine Macke, aber... Oh cool, Energieknoten. Verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Natürlich brauchen wir das Shuttle, aber... Und Großes. Ah komm, ich will jetzt nicht mehr kämpfen, Alter. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich will jetzt nur noch ein halbes, ich will jetzt mal Mini Spaß. Ich glaube, wir sind schon bei 31 Minuten, ich glaube, aber das wird doch gleich das Ende, glaube ich, dieser Mission, glaube ich, sogar sein. Soweit ich das irgendwie jetzt beurteilen kann. Geht dann hier durch. Oh, ich muss gleich echt pinkeln, Alter. Das haben wir dann Kapitel 11 und dann Kapitel 12. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Der Typ ist wahnsinnig. Ach, der lässt sich infizieren. Ja, mein. Umso besser für uns. Haben wir den Weg so nicht mal in die Quere, Alter. So, mache auf den Scheiß. Lasse mich durch. Nee, du bestimmt nie, Alter. So, sehr schön. Dann einfach durch, Digga. Scheiß auf deinen Energieknoten, den heb ich mir auf. Ach, falsche Richtung. Ach, jetzt nach unten, stimmt ja, nach unten und dann rüber zu diesem Dingenskirchens. Tap tip tup tip tup tip tup rap tip tap tip tup tap 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 tarap tap tap tarop tip tap tip tup tup tup. So, sehr schön. Genau. Ich muss gleich richtig pullern, Alter. Ich muss richtig pullern. Na gut. Freunde, das soll es mit der 9. Folge gewesen sein von Let's Play Dead Space. Ich mach gleich, bewahre den Glauben. Ich mach gleich weiter. Ich muss jetzt ganz kurz pullern. Und dann geht's auf jeden Fall auch weiter in Farbe und Buntheit. Also bis gleich, beziehungsweise bis in der nächsten Folge. Also bis morgen. Peace out.